Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade ein bisschen außer Atem, das tut mir leid. Ich bin nämlich gerade die Treppen hoch und runter. Das hat einen Grund, wir haben nämlich das Auto eingeräumt, denn wir fahren in den Urlaub. Ich hatte heute meinen letzten Arbeitstag. Heute ist Sonntag, der 23.12. und das war nicht nur mein letzter Arbeitstag für diese Woche, sondern auch der letzte Arbeitstag bei diesem Arbeitgeber generell. Also ab jetzt krempelt sich alles um und ich starte in ein neues Kapitel von meinem Leben. Aber bevor es soweit ist, fahren wir erstmal in den Urlaub nach Österreich. Wir nehmen euch natürlich mit, beziehungsweise ich nehme euch mit. Los geht's! Ich muss auf jeden Fall nochmal meinen Babys nochmal Tschüss sagen. Toni, wenn du das siehst, kümmere dich gut um meine Babys. So, Pauline. Sina ist hier in der Küche. Hi. Hi. Oh Gott. Haare sind im Weg. Meine Babys. Auf geht's. Auf geht's. Habe ich alles? Mützi? Mütze brauche ich auf jeden Fall, Halstuch, die nehme ich auch mal noch mit und die kleinen Handschuhe habe ich hier drin. Ich habe alles. Ich bin ein bisschen hektisch, weil ich so aufgeregt bin. Jetzt hat er zugeschlossen, ich glaube da nicht. Ich bin total aufgeregt, denn auf diesen Urlaub freue ich mich schon das ganze Jahr. Das ganze Jahr. 766 Kilometer. 20.23 Uhr sind wir da. Alles gut. Wir sind jetzt bei Dresden vorbeigefahren und es ist hier Tatsache 9 Grad draußen. Mal gucken, wie sich das bis Österreich verändert. Wer hat denn so ein Scheißwetter hier bestellt? In Bayern ist Scheißwetter. So, was? Das ist nur wieder ein, das ist schon 50, 60 Euro alt. Nom, nom, nom. Guck mal, hier ist ein Monopoly drauf. Was? Mal gucken, ob ich was sofort gewinne. Ich krieg's nicht ab. Was ist das? Du kannst noch einen Cappuccino trinken. Wer mein Cappuccino? Ich kann mal für den Rekord aufheben. Für die ist das so lange haltbar? Hier haben wir auch noch eins. Mal gucken, was es hier noch gibt. Und Pommes. Und ein Kaffee. Pommes und ein Kaffee. Pommes und ein Kaffee. Also die Rückfahrt ist gesichert. Guten Appetit. Kurzer Tankstopp. Jetzt sind es noch 200 Kilometer bis München. Und noch 400 Kilometer, dann sind wir da. Also 4 Stunden werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Mal schauen. Ich bin schon gespannt, wann der erste Schnee kommt. Oder der erste Schnee zu sehen sein wird. Österreich. Und das Wetter ist immer noch gleich bleibend bescheiden.
haben jetzt noch knapp 100 Kilometer bis zum Ziel. Und jetzt sind wir mittlerweile über 6 Stunden schon auf der Autobahn. Und es regnet ununterbrochen. Wir fahren hier so auf der Straße. Es sind schon in Österreich, rundherum sind schon Berge. Aber dadurch, dass es dunkel ist und regnet, man sieht absolut nichts. Aber hin und wieder habe ich gesagt, guck mal, dort oben am Himmel leuchtet es, da müssen schon die Berge sein, aber sonst sieht man die noch nicht. So, ja, ich melde mich dann wieder im Hotel. Tschüss. Ich habe Schnee gefunden. Da zeigt es Schnee an. Noch regnet es, aber demnach, wenn es hier Schnee anzeigt, müsste es ja bald umschwingen. Oh, endlich angekommen nach über sieben Stunden. Gerade das ganze Zeug hochgetragen und in Ischgl liegt Tatsache Schnee, aber es regnet auch noch. Und das ist das Zimmer. Also wir sind gerade erst rein. Da ist die Tür. Hier das Bad. Das ist ein Bad. Und der Wohnbereich. Mehr ist es nicht. Draußen sieht man draußen noch. Oh, wir haben eine Terrasse. Haben wir noch? Wow. Guckt. Ihr seht's. In Ischgl liegt Schnee. Sehr, sehr cool. Nicht gerade wenig. So Leute, ich bin fix und fertig. Ich gehe jetzt nur noch ins Bad und dann ins Bett. Ich hoffe, euch hat der kurze Vlog gefallen, auch wenn wir nur unterwegs waren. Ich würde mich über ein Däumchen freuen oder über einen netten Kommentar. Oh, ich bin nur satt. Gerade die Koffer die Treppe hochgetragen. Jetzt bin ich alle. Okay, ihr könnt auch den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr die Vlogs, die jetzt kommen, nicht. Das werden einige werden, wir haben 5 Tage Skipass. Ich versuche so viel wie möglich die Kamera mitzunehmen, das wird sicher nicht langweilig. So, bis zum nächsten Video, tschüss, hab euch lieb.